Ich habe ja einen Riss in der Felge und ich habe auf euch gehört. Ich habe mir eine Ryder, oh, wie heißt sie noch, Felge besorgt, bis 180 Kilo belastbar. Und die werde ich jetzt mal montieren. Das Rad ist schon draußen aufgebockt und freut sich auf die Felge. Oh, ist das fest. Meine Fresse. Um die Bremsscheibe abzumontieren, habe ich mir extra so einen Centerlock-Schlüssel gekauft. Erstmal gucken, ob er passt, bevor ich die auspacke. Ja, passt. Ich habe das noch nie gemacht vorher, eine Bremsscheibe abmontiert. Aber es hat selbst während des Films hier geklappt. Und bei der Gelegenheit auch ein bisschen sauber machen. Aber nicht übertreiben, weil ich packe lieber gleich meine Sachen, weil morgen geht's auf. Ja, der Reifen ist noch gut, deswegen. Hier sieht man noch mal schön den Haares. Hier mal die beiden Felgen nebeneinander. Die ist nicht so hoch wie die hier. Die ist nicht gelöst. Die ist gelöst, die Original. Das hat aber Vorteile. Das hat mir ein Mitarbeiter von Kobelix ausführlich erklärt, dass die Wandstärke der Felge viel dicker sein kann, wenn es keine Standardösen sind, die da verbaut sind. Und Hersteller sparen da offensichtlich immer Geld und am Material und bauen halt die Felgen relativ dünn, sodass sie nach relativ kurzer Zeit einfach verschleißen. Das ist ein Verschleiß und durch eine hohe Belastung natürlich. Die Felge ist bis zu 180 Kilo belastbar. War jetzt nicht ganz günstig, aber die Versicherung hat sie übernommen. Ich hoffe, dass sie mich nicht kündigen deswegen. Jetzt baue ich wieder alles zusammen. Bisschen Fett drauf hier. Die Kassette aufsetzen. Die geht nur an einer Stelle richtig drauf. Also muss man richtig hindrehen. Zack. Und die Dinger wieder drauf und festziehen. Ja, fester geht's nicht. Und dann die Bremsscheibe wieder anziehen mit 40 Newtonmeter. Also ich mache das auch zum ersten Mal und es ist echt kinderleicht. Man braucht nur ein bisschen Werkzeug dazu. Aber man spart echt Kohle dabei. Und vor allen Dingen hat man selber alles im Griff. Ich glaube, meine Werkstatt hätte sich gar nicht darauf eingelassen, jetzt irgendwie so eine komische Fremdhersteller-Felge einzubauen. Kleines Thema habe ich hier mit dem Felgenband. Das habe ich mir bei BOC hier direkt in Hamburg gekauft. Das ist leider zu breit mit 22 mm. Die Felge sollte eigentlich eine 18er Felgenband bekommen. Hier kann das natürlich das Problem sein, dass nachher sich der Schlauch hier einschneidet oder scheuert. Aber was soll ich machen? Ich habe jetzt nichts anderes da und ich rechne einfach damit. Dann lernt man auch dazu. So, jetzt noch den kleinen Magneten für den Sensor, für das E-Bike abmontieren, ummontieren. Gibt es beim neuen Bosch Smart System, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt noch schnell vom Nachbarn die Luftpumpe ausleihen. Der hat einfach die bessere. Und ja, kommt jetzt nicht mit irgendwelchen Akkupumpen. Dabei mache ich es mir heute leicht. Warum selbst pumpen, wenn es auch elektrische Pumpen gibt? Sind sicher geil. Aber ich sage immer, less is more. Also weniger ist mehr. Luft ist drauf. Ich habe vergessen, in den kleinsten Gang zu schalten, um das Rad besser einbauen zu können. Ich habe gerade schon echt Panik gekriegt, dass ich alles wieder zurückbauen kann. Ja, dieser kleine Nippel, also von dem neuen, also das Ende hier, passt irgendwie nicht in die Aufnahme rein. Ich habe es dann nochmal hier mit so einer Messlehre nochmal gemessen. Ja, es wich um 0,2 mm ab. Ich habe es jetzt reingedrückt gekriegt. Super. Dazu habe ich das Rad wieder mal auf den Kopf gestellt, damit ich hier mehr Druck auslösen kann. Gott sei Dank, ich wüsste gar nicht, was ich gemacht hätte. Alles wieder zurückbauen. Ich habe nochmal die Schaltung hier nachstellen müssen, hier unten an dem Hebelchen. Und jetzt wird nochmal geölt. Ja, und die Probefahrt ist auch überstanden. Sogar der dritte Gang geht jetzt wieder. Keine Ahnung warum. Ja, sehr cool. Fühlt sich irgendwie satter an als vorher. 3 Wochen später. Ja, etwa 300 Kilometer später. Und 2 Wochen später, wir hatten eine nette Tour um den Ratzeburger See. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe jetzt einen Platten. Der kam jetzt schleichend, ist nicht während der Tour passiert. Das habe ich hier zu Hause festgestellt und wollte mich der Sache heute mal annehmen. Bin so lange mit meinem kleinen Fido-Klapprad gefahren, die Tage ins Büro. Ja, und jetzt habe ich mir das mal ganz genau angeschaut. Schon von außen habe ich festgestellt, dass hier so eine nette kleine Verzierung jetzt meinen Reifen bereichert.
Ja, ich habe natürlich erstmal vermutet, dass es das Felgenband ist, was sich da in den Schlauch geschnitten hat, aber offensichtlich ist die Ursache woanders zu finden. Er ist bestimmt 2 Zentimeter lang. Aber zur Felge wird er nicht durchgedrungen sein. Aber ich schaue mir das natürlich mal an. Ich habe zwar einen Salzschlauch da, allerdings werde ich den jetzt flicken wegen des kleinen Lochs. Ob man den ja nicht gleich wegschmeißen. So kann ich praktisch auch nochmal unter Laborbedingungen mein Flickzeug testen, was auch schon ein paar Jahre alt ist. Okay, es wird doch mal Zeit, neues zu kaufen. Ja, am Felgenband konnte ich keinen Abdruck feststellen. Kleinen Tipp, wenn man den Reifen wieder aufzieht, hier ist ja der Bereich noch nicht in der Felge drin. Wenn man dazu einfach den Reifen rundherum schön hier in die Mitte drückt, ich mache das jetzt gerade mal mit einer Hand, so, dann lässt sich nämlich der Bereich ganz einfach reindrücken, ohne Kraftaufwand. Die Pumpe ist immer noch super, die habe ich vor 20 Jahren mal bei Chibo gekauft. Aber die funktioniert in beide Richtungen und man kann richtig Druck aufbauen. Wieder alles eingebaut. Und zu meiner Federgabel gibt es auch was Neues. Aber dazu später in irgendeinem Video.